So Leute, dann will ich jetzt mal hier noch ein anderes Video machen und euch mal was erklären. Ich wurde angesprochen, ich sollte was zu dem, wie nennt er sich? Mann, lass mich überlegen, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ach, der Schamane. Ja, ja. Ich sollte was zu dem Schamane sagen. Ja, sage ich auch. Wenn ihr dazu wollt, mache ich das. Danny Pelletier hat ja da schon ein Video drüber gemacht, oder zwei, und hat sich da auch entschuldigt. Ich weiß gar nicht, für was er sich überhaupt entschuldigt hat. Ich hätte da noch ein krasseres Video gemacht, weil das, was Danny gesagt hat, ist die Wahrheit. Fertig aus, ganz einfach. Vorweg, bevor ich zum Thema komme, erstmal ein Video zu den zwei, die der Malkiel gemacht hat. Ich habe auch seine Spitze am Schluss verstanden, wo er mich persönlich angesprochen hat. Kein Problem, kann ich mitleben. Ich fand die beiden Videos, die er da gemacht hat, richtig klasse. Und ich habe auch kein Problem damit, zu sagen, dass ich die richtig klasse fand. Auch wenn wir menschlich gesehen vielleicht nicht unbedingt so zueinander passen. Aber die beiden Videos und die komplette Erklärung hat er super gemacht. Ohne Beleidigung, ohne alles. Obwohl ihm da unterstellt wurde, er hätte hier und da beleidigt. Hat er nicht. Er hat alles genau auf den Punkt gebracht. Fertig aus. Diskussion beendet. Fertig. So. Dann kommen wir zu dem Schamane. Oh, liebe Leute. Guck mal, ich habe damals schon gesagt, wie die Laila, der Mike Heiter, und die Dings und die Kim im Dschungel waren, habe ich damals schon gesagt, da wurde hier dieser tolle Schamane ja auch ab und zu eingeblendet und Kim hat ihn dann versucht, hier und da in der Öffentlichkeit mit reinzuziehen. So hatte man zumindest den Eindruck. Und er durfte ja dann ihren Account da verwalten auf Instagram und so weiter und so fort. Also ich habe vom ersten Tag an gesagt, ihr wisst auch, wie ich zu solchen Leuten stehe. Egal, ob er sich Schamane nennt, Kartenleger nennt, Hellseher nennt oder Glaskugelmensch nennt. Mir ist scheißegal, wie er sich nennt. Für mich sind das alles absolute Scharlatane. Ganz einfach. So, und wenn sich die Menschen darauf einlassen, ja, dann sind sie selber schuld. Also, wer heutzutage noch trotz Internet so dumm ist, und auf so einen Müll reinfällt, der ist wirklich selber schuld. Ganz klarer Fall. Und ich sehe das genau wie der Danny. Er hat gewusst, was die Wahrheit ist und was nicht. Hat diese aber nicht vertreten. Wenn er die nicht vertritt, wenn er seiner tollen Freundin Kim nicht dann sagt, du, pass mal auf, das geht aber gar nicht so oder so, da ziehe ich auch nicht mit. Und er das so indirekt deckt, dann ist er für mich aus meiner Sicht genauso mitschuldig. So einfach ist das. Jetzt, nachdem die beiden sich verkracht haben, jetzt kommt die ganze Scheiße raus, Stück für Stück. Eigentlich hat er sich damit ein großes Armutszeugnis ausgestellt. Damit hat er ja allen gesagt, wie unzuverlässig, unglaubwürdig er ist. Und hat auch allen Leuten gezeigt, was er für Spiele mitspielt. Und wer jetzt noch dahin rennt, der ist das selber schuld. Ganz einfach. Das ist aber meine Meinung, meine Lebenserfahrung, meine Einstellung, meine Sichtweise der Dinge. Da kann jeder Mensch drüber denken, wie er oder sie möchte. Ganz einfach. Fakt ist, wenn ich so einen Müll da höre mit diesem komischen Armband und dem ganzen Dreck. Boah, Leute. Das ist genau wie mit Italo, weißt du? Weißt du noch? Nee, komm. Das ist mir eine Nummer zu hoch. Das sind auch eigentlich so Vorgehensweisen und Menschen, über die ich eigentlich gar nicht hier diskutieren möchte. Weil ich möchte denen auch eigentlich gar keine Plattform geben. Weil die es einfach nicht wert sind. So einfach ist das. Ganz einfach. So, guckt euch die Berichte alle an im Internet. Guckt euch an, was Wahrheit ist und was nicht. So, und dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Ich persönlich halte davon gar nichts, überhaupt nichts. Und ich würde danach nicht mal 5 Euro auf den Tisch legen.
Da kannst du mich aber für angucken. Ganz einfach. So. Und wenn ich jetzt so diese Streitereien zwischen Kim und ihn damit kriege, ja, an Lächerlichkeiten doch gar nicht mehr zu überbieten. Ich bitte euch, an Lächerlichkeiten überhaupt nicht mehr zu überbieten. Also du kannst ihr genauso wenig glauben und trauen wie ihm. So sehe ich das. Ganz einfach. Und weil das so ist, sollte man den beiden auch gar keine Plattform geben. Wir können froh sein, dass sie in Dubai ist und er, so gut es geht, von der Bildfläche verschwunden ist. Was willst du mit die beiden? Was willst du mit die beiden? Die kannst du alle beide nicht wollen. Das ist genauso wie, kannst du Valentina noch mit dabei packen, die Christina aus Dortmund da oben kannst du auch noch dabei packen, alle weg. Emi auch. Alle weg mit denen. Was willst du mit denen? Da kommt immer wieder nur Käsebaron. Nichts anderes. Nichts Vernünftiges, nichts Tragfähiges. Glauben kannst du sowieso keinen davon. Das ist einfach so. Und ob sie dann das nachher so hinstellen, oh, alles ist ja Show und für Show muss man das ja machen. Ja, wenn du meinst, du musst das so machen und dich so verkaufen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du im Nachhinein auch das alles unterstellt bekommst. So, weil die Leute sind auch nicht immer in der Lage, das zu unterscheiden. Oder wollen es vielleicht auch gar nicht. Weil sie eben dieses Bild von einer gewissen Person haben und fertig. Und deswegen, Leute, tut euch selber einen Gefallen. Bevor ihr da irgendwo Geld hinbringt, legt das irgendwo an. Da ist es besser aufgehoben wie da. Da ist es nämlich weg. So einfach ist das. Damit ist das Thema hier für mich auch durch. Ich habe auf diesen Schamane schon, wenn ich den sehe, habe ich da gar keinen Bock drauf. Dann kriege ich schon Hörner. Ehrlich. Dann packe ich mich so an eine Birne, dann denke ich mir, meine Güte, was für Leute laufen dahin. Damit ist das Ding jetzt für mich durch. Ende. Was mal Kiel angeht, wie gesagt, die beiden Videos fand ich echt super, hat da alles auf den Punkt gebracht. Was er beruflich macht, muss er vertreten, fertig, aus, habe ich nichts mehr zu tun, ist auch nicht meine Welt. Und ich fand es sehr unfair. Ich war auch an dem Abend ja da drin, habe mir dann auch alles durchgelesen, was da geschrieben wurde und so. Und ich fand es sehr unfair, dass man ihm dann so böse Absichten unterstellt. Die hat er nicht gehabt, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So. Damit ist das Ding jetzt für mich auch erstmal durch. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dann habe ich etwas zu sagen zu dem tollen Rapper Mois. Liebe Leute, ich habe euch das in meinen anderen Videos schon erklärt. Was ist aus dieser Gesellschaft nur geworden? Wenn ihr mal im Internet reingeht und guckt, wie viele Videos über den Junge gemacht werden. Wer alles? Der eine hat über 10 Videos über den gemacht, der andere auch, ich glaube 12 oder 13, die eine 6 oder 7. Man gibt den Menschen eine Plattform, wo er die eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr haben sollte. Denn dadurch wird das Ganze nur angestachelt und dadurch tut man der Frau, der Ex-Frau und den Kindern nichts Gutes. Es ist wieder dieses alte Phänomen wie bei Mike Cheese. Alle gehen hin, fahren auf ihn und Michelle ab und die Kinder sind egal. So. Und dann wird immer behauptet, ja, die Kinder haben ja Handy und Schule und kriegen da und da was mit und so. Aber Rücksicht nimmt keiner auf die Kinder. Und das ist das, was ich so verwerflich finde. Der Mois selber macht hier und da seine Videos. Also ich hab mir mittlerweile ganz viele Videos von ihm angeguckt. Auch vor der Zeit, wo er jetzt so abgegangen ist. Da war das eigentlich ein total vernünftiger Kerl. Da war der richtig, da war der bodenständig, hatte man zumindest den Eindruck. Und da wusste er genau, was er wollte und so weiter. Aber, tja, wie das so in so Rapper-Szenen manchmal ist, oft geht der Schuss auch nach hinten los. Finde ich schade, besonders für die Kinder und für die Frau. Und wenn ich dann immer alle höre, die sich dann, ja, wir machen uns Sorgen um die Frau und um die Kinder. Ja, toll. Ihr macht euch alle Sorgen um die Frau und um die Kinder. Und wer von euch hilft denen? Keiner. Wer von denen nimmt mit denen Kontakt auf? Keiner.
ihr macht alle nur eure Scheißklicks da drauf und generiert so euer Geld. Nichts anderes. Und das ist das, was ich so verwerflich finde. Ja, ich finde auch verwerflich, wie ein Mäus sich verhält. Wie er sich jetzt immer noch verhält. Und wie er Frauen und Kinder beleidigt, seine eigenen Kinder, also das ist doch schon ein starkes Stück. Dann habe ich öfters hier und da den Eindruck, wenn man das mal so verfolgt, angeblich soll er dann von der Polizei verhaftet werden und oh, dann ist er endlich weg und hast du nicht gesehen und 2 Stunden später ist er wieder da. Manchmal kommt mir das so vor, ist das alles fake? Wird das absichtlich so gemacht? Dann wäre das ja richtig übel. Dann würde ich das richtig übel finden. Also, oder vielleicht ist ein Teil Fake und ein Teil Wahrheit. Also ich denke mir, da wird auch vieles vermischt. Da mischen ja auch ganz viele YouTuber mit, ganz klar. Und da wird Wahrheit mit Realität, also Realität, Wahrheit, Lüge, Schauspiel, Fake, alles was dazugehört, wird irgendwie vermischt und nachher weiß gar keiner mehr, was wahr ist und was nicht. So habe ich den Eindruck. Das finde ich sehr schade. Schade finde ich nach wie vor, dass die Leute alle dem Mäus noch Geld überweisen. Das ist für mich verwerflich. Der sollte mal ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Der sollte mal ganz schnell wieder hingehen und sollte mal zusehen, was er noch retten kann. Ich meine, beziehungstechnisch wird er nichts mehr retten, das ist mal klar. Aber für sein Business und so weiter wäre vielleicht wichtiger. Wisst ihr, es ist nicht maßgebend, was Lüge ist, also Fake, was Wahrheit ist und so weiter. Das müssen die alle untereinander an einem Tisch klären. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass da Ruhe einkehrt und wichtig ist, dass die Familie außen vor bleibt und auch geschützt bleibt. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass man der Gesellschaft keinen Nährboden bietet. Die, die darauf einsteigen und die, die ihn immer noch so feiern und die, die alle anderen, die darüber berichten, so feiern, das sind für mich Menschen, da muss ich mich wirklich an die Birne packen. Da muss ich mich fragen, hör mal Leute, was ist in eurer Kindheit falsch gelaufen? Kann doch nicht sein, hör mal. Und es kann doch auch nicht sein, dass wir an dem Punkt in unserer Gesellschaft sind, dass Kinder nicht keine Rolle mehr spielen oder auch Frau, dass die keine Rolle mehr spielen. Dass es egal ist, Hauptsache wir machen Klicks, Hauptsache wir verdienen Geld. Ah ja, wir haben ja diese Doppelmoral, wir tun ja so, als wenn die uns so leid tun und so weiter und so fort. Aber wir müssen erstmal raushauen, damit wir darauf Kohle verdienen. Ich finde das so arm. Ich finde das so ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Für alle Menschen, die dementsprechend darunter schreiben. Und so verwerflich. Seid froh, wenn euch nicht irgendwie solche Dinge mal im Leben passieren. Seid froh, wenn ihr in einer Beziehung seid, vielleicht auch Kinder im Spiel sind, wenn alles gut geht. Seid froh. Wenn das nicht so wäre und ihr würdet irgendwas im YouTube machen und die würden alle auf euch draufgehen, da bin ich ja mal gespannt, wie ihr euch dann verhalten würdet. Das wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Ich habe da auch gar keinen Bock, weiter nachzugucken und weiter nachzusuchen. Ihr könnt alle selber mal gucken. Also der hat damals eine Art drauf gehabt, da schien der mir wirklich sehr bodenständig zu sein. Das eine Video, was der eine angebliche Freund da von ihm gemacht hat mit die 3 Hunde und was er da über die 3 Hunde erzählt hat, oh Leute, da komme ich nicht drauf klar, gar nicht. Da muss ich aber auch sagen, pass auf, er vermittelt die 3 Hunde, hat dann angeblich irgendwann den Mäus dazu überredet, die Hunde abzugeben. Die Hunde sahen da drin schon aus, sagt er, als wenn die geschlagen wurden. So, und da weiß ich gar nicht, auf was er überhaupt wartet. Da frage ich auch gar nicht, ob er die abgeben will. Die packe ich ein, die nehme ich mit und Ende der Durchsage. So einfach ist das. Ihr müsst euch mal in der Statistik umschauen. Wer Tiere schlägt, der schlägt auch meistens die Familie. Das ist leider Gottes oft so. Muss nicht immer sein, aber ist leider oft so.
So, und dann hat er die Hunde vermittelt. Den einen Hund, da wusste er dann, ja, der wurde irgendwie dreimal eine Foto oder viermal operiert. Und die anderen beiden weiß er nicht. Das ist aber komisch. Was hast denn du für Bekannte? Wenn du die vermittelt hast in deinem Bekanntenkreis, dann weiß ich, wo die Hunde sind, dann fahre ich da hin und gucke, wie es denen geht. Also so viel Verantwortungsbewusstsein sollte man doch zumindest haben. Also für mich ist alles so dieser Verein so diese Seite, da kannst du gar nichts glauben. Da kannst du gar nichts glauben. Die lügen alle, die betrügen, die hintergehen sich, die führen sich vor, die kloppen dir ein Messer im Rücken. Alles nur, wenn die sich einen Vorteil dadurch erhoffen. Deswegen, ich glaube da gar keinen von. Überhaupt gar keinen. Egal wer das ist. Da musst du hingehen, musst ein Gericht entscheiden lassen und Anwälte und fertig. Und dann sollte das Ding vom Tisch sein. Und nichts anderes. Alles andere, ich habe auch gar kein Interesse, mich da dran zu hängen und da weiter zu forschen und so weiter und auch weiter zu gucken, weil das für mich einfach nur ein Armutszeugnis ist. Das ist für mich ein Armutszeugnis seinesgleichen. Ganz klarer Fall. Und deswegen, da bin ich raus. Da bin ich raus. Familie, also Frau und Kinder sind wichtiger. Er sollte aufhören, da ewig solche Sachen zu posten, was er da gemacht hat. Und überall ist er gerne Tüte am Rauchen. Finde ich gar nicht so schlimm. Tüte rauchen ist eigentlich okay. Sieht auch jeder anders. Ich sehe das nicht so. Also ich habe über 30 Jahre geraucht. So, und ich habe auch noch alle Latten auf dem Zaun. Also davon kann er mit Sicherheit nicht kommen. Gut, das wollte ich hier nur mal kurz erwähnen. Ich wünsche euch was. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.